Somehow we managed to capture the Great Bridge of Murden. To see the Imperial Army hold its ground until every last soldier fell, that is true dedication. It is clear that Edelgard is not some cruel emperor who holds her people in a vice-like grip. There is something more driving our foes. From here on out, our journey will not be an easy one. Excuse me, sir. Gilbert is here. Gilbert? What was he doing all this time? We had better go and meet with him. So, you've captured the Great Bridge of Murden. I'm impressed that you were able to break through their defenses. Save your praise, Gilbert. Let's get to the heart of the matter. Why are you here? Why now? I am once again in the service of Dimitri. He was in hiding in Fraldaria's territory, where he was biding his time for a counter-offensive. Dimitri is alive? Yes, he was to be executed in Ferdiad, but Dudu stepped forward to rescue him. I am here today by command of Dimitri himself. We realize that our enemies are the same, and that it may be advantageous to join forces. I see. I shall hear you out. We are preparing to advance against the Empire. Will you join us as we march toward the Imperial capital? If that is too much to ask, then at least allow us to freely cross the Great Bridge of Murden. Hold a moment. We have just finished a fierce battle, and our forces are few. To march straight for the main body of the Imperial Army and challenge them? It is too soon. I am happy to allow safe passage over the bridge, but to lend our aid asks too much of us. Is that not so? If you would be willing to wait a few months, we might be able to offer something more. I am afraid His Highness is not able to stop his advance. If that is the case, I am afraid we cannot join you. Please, send our regards to Dimitri. I understand. It's unfortunate that we were not able to secure the help of the Knights of Seros. Still, I'm grateful that we can cross the Great Bridge of Murden safely. Thank you for that. This will be a fight to the death. It is highly likely that we will meet our end. I wish you both the best of luck in the battles ahead. And may the goddess protect you as well. Part 2. Silver Snow. Harpstring Moon. The Impregnable Fortress. After seizing the Great Bridge of Murden, the Resistance Army starts making preparations to invade Imperial territory when a surprising piece of information comes to light. Emergency! In Gronder Field! There's a... it's... We are in the middle of a military conference. Please, calm yourself and tell us what is the matter. Yes, sir. It seems the Kingdom and Alliance armies clashed with Imperial forces on Gronder Field. Amid the chaos of three armies battling each other out there, the Imperial army was routed. Edelgard sustained heavy wounds and retreated to Enbar. Well then, I suppose... Sir, the Kingdom Army was also decimated, and His Highness Dimitri has been counted among the dead. What? The Alliance sustained heavy casualties as well, and the whereabouts of their leader, Claude, is currently unknown. Unknown? I... Claude!
Must have been a brutal fight. To have lost his highness. How tragic. Our only solace is that Edelgard sustained severe injuries. This is all quite unexpected, but we must find a way to use this situation to our advantage. The Empire's main force has suffered a mighty blow. Edelgard will most certainly avoid the front lines. Now is the time for us to infiltrate the Empire and aim for the capital. But what will happen to the lords of the Old Kingdom and Alliance territories? They have lost many leaders and soldiers. I'm sure they must be hard at work rebuilding. We will foster cooperation by aiding them through the local churches. The remaining lords of the Kingdom and Alliance must join together to form one union. And you should be the one to lead them. What do you say? Indeed, it is a question for another day. We must focus on our battle with the Empire. For now, what is our next course of action? Steady now, Professor. First, we must determine our army's next move. We must choose a place within the Empire that will give us solid defenses for our front line. That will become the foothold for our invasion of the capital. There is one massive fortress that boasts the greatest defenses in the Empire, Fort Mercius. But we will stand no chance if we attack by traditional means. We must gather everyone and devise a plan of attack. It has been a lifetime, hasn't it, Professor? Yes, I thought so too. I wanted to slice her throat, but I did not get the chance. I let people die, and yet I still stand. Rodrigue, Gustav, Dudu. You sound just like Rodrigue. A reason. Everyone gives such complicated advice, and I can never quite grasp it all. That is why, Professor, I came here to explain my decision. I have no resources to take back the Kingdom Capital, much less to defeat the Empire, and that is why. Professor, you will catch a cold sleeping in a place like this. Is something the matter? Hmm? I am the only one here. Were you dreaming? I can't say for certain that you were dreaming, but if someone did come here to see you, that person only wanted you to see their face. Perhaps they wanted you to guide them. Guckt, und für so welche Szenen würde ich gerne alle Routen durchspielen. Weil es einfach mega interessant ist. Es würde mich dann halt auch interessieren, ob man dann auch die diese große Schlacht dann zwischen ihm und Edelgard sehen kann, kämpfen kann, etc. Deswegen. Naja, aber alles nach und nach. Nach und nach, leider. Wobei ich glaube, wir sind eigentlich auf einem, im Level etc., wo wir eigentlich easy durchziehen können. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Was meint ihr? Weil ich würde eigentlich super gerne weiter die Story spielen. Ich meine, natürlich so ein paar Sachen hier werde ich noch machen. Aber Unterricht etc. lohnt sich für mich gar nicht, finde ich.
So, gucken wir mal, ob Dorothea was reißen kann, aber ich glaube nicht. Ne. Sie verliert den ersten Kampf schon, Alter. Na gut, und Lennart ist wahrscheinlich immer noch nicht stark genug, ne? Na, Schwarzmagier bin ich einfach scheiße aufgestellt. Ja. Null. Null! Alter! Krasser Scheiß. Ja gut, und wir selber dürfen ja auch nichts machen, ne? Ah. Ja, aber wir spielen direkt weiter. Wie gesagt, ich werde das jetzt einfach so machen. Ich werde noch einen Zwischenspeicherpunkt machen, falls wir doch irgendwie Training etc. machen müssen. Also wenn irgendwas Besonderes ist, wo ich davon ausgehe, okay, das können wir vielleicht gebrauchen, dann werde ich das machen. Aber ich glaube, so die ganzen Kämpfe und so weiter, das dauert mir irgendwie alles ein bisschen zu lange. Ich meine, wir sind jetzt wieder bei fast 3 Stunden. Und ich weiß nicht, so viel haben wir eigentlich gar nicht geschafft. Glaube ich jedenfalls so, ne? Ich könnte mich natürlich korrigieren, aber... Naja. So. Da kommen dann die beiden. Na komm, haben wir 3 KP mehr. Keine Ahnung, ob das uns irgendwas bringen könnte, aber wer weiß. Unterstützung, okay. Oh, mit Bernie können wir auch Stufe 1. Interessant. Wo treffen wir sie denn? Nicht hier. Also da ist sie aber. Oh, automatisch. I have a question. By any chance, sir. Okay. Klar, wollen wir wissen, was Bernie will. I can't believe how long it's been since I left home. Since I was dragged out of the house, I mean. 5 whole years. It's weird to think about. At first, I remember I was desperate to go back, but now it's the opposite. I have friends here, and I have you. The monastery's become a second home to me. Back then, I never would have dreamed a day like this would come. It's all thanks to you. You've given me a second chance at life. If not for you, I never would have gotten used to leaving my room, let alone the monastery. Maybe the battlefield's just dulled my senses. I'm much better with strangers and new places now, though. I don't panic nearly as much as before. New place? All on my own? That sounds like a tough assignment.
Where did this come from all of a sudden? Hey, hold on. You're teasing me, aren't you? Please don't joke around like that anymore. It's torture for me. You're still not taking me seriously. I mean it. Promise me you won't do that again. Friends respect each other's feelings, don't they? Good. I'll hold you to that. You're absolutely not allowed to send me out anywhere on my own. Got it? You would need to come with me. If you're with me, I can go anywhere in the world. Why can't you get what I'm saying? I thought we were finally getting close. I guess I'm not good enough for that, though, am I? I'll let you have this one, but you better be ready for next time. Gut, in Dialogen bin ich schlecht. Ich glaube, das hat man jetzt ausführlich gemerkt. Naja. Gut, dann darf ich mir aussuchen, ob Petra oder Bernie. Why not? Sind beides Charaktere, die ich gerne nehmen würde. Deswegen dann passt das schon. Oh. Interessant, dass 0% keine Prozentzahl hier steht. Okay. Angriff auf Festung mehr Zeus. Machen wir den mal zu einem Walfenritter. Kann man bestimmt gebrauchen. Ah, mein netter Mensch. Band. Ja. Ja, mein WLAN hat sich jetzt gerade ausgeschaltet. Sekunde. So. Sollte es eigentlich wieder funktionieren. Na gut, interessanterweise könnten wir sie... Ach ja, wir können sie gar nicht. Also wir könnten. Opa-Stufen-Siegel kostet nicht so viel. Ja gut, das ist zu wenig. 48%. Gut, Petra ist schon. Ja, komm, Dorothea. Du wirst eine Totenpriesterin. Sieht cool aus irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Wertebonus kriegen wir auch noch. Geil. Ja. Schön. Die hat doch... Ja gut, Schwert hat die Stufe A. Wo zur Hölle hat die Schwert Stufe A? Gut, Bernie hat schon Masterstufe erreicht. Casper kann zu einem Kriegsmeister werden, aber wir haben kein Oberstufensiegel. Das wird nichts, das wird auch nichts. Das ist sowieso egal. Okay. Und ein Oberstufensiegel für Flayn. Wir machen sie jetzt einfach mal zu einer Priesterin oder Bischöfin. Anscheinend willst du das unbedingt, dann machen wir das.
Kannst du entweder mit Lanze auch ballern? Interessant. So, und Kasper. Kriegsmeister, let's go, 90%. Hätte dir den Hals umgedreht, wenn du das verkackt hättest. Supi! Gut. Dann haben wir das soweit auch geschafft. Kannst du mit Lanze etc. auch weiterkämpfen? Wäre interessant. So. Wie gesagt, wir machen jetzt Speicherstand 7, weil jetzt skippen wir eigentlich hauptsächlich nur noch. Weil ich eigentlich die Kämpfe nur noch machen möchte. Also nur noch die Story. Also klar, wir können jetzt Kampf machen. Aber ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut. Deswegen, Leute. Ja. Klar. Chorgesang machen wir immer mit. Aber auf den Rest habe ich keinen Bock. We are just about to pass through Gronder Field. We should be in view of Fort Mercius soon. It looks like the battle made quite an impact. The Imperial Army has lost some of its luster. We should be able to invade the fort without too much trouble. Yes, after a few short months, they will already be back on their feet. We cannot waste this opportunity. Professor, the soldiers have finished changing into their disguises. We are ready to masquerade as Imperial troops and infiltrate the fort. I believe this was your idea, was it not? It is impossible to take Fort Mercius with a frontal assault. We must take it from within. We will infiltrate the fort as Imperial troops and kill the enemy general. All preparations are complete. According to the scout reports, my father and the others are not inside the fort. It seems they were moved to the front lines of the kingdom's western region. The Death Knight became the general of this fort after the battle at Gronder Field. What? The Death Knight? I think I'll be taking a break now. You guys go on ahead. Bernadetta, you cannot be hiding on a field. The enemy will be seeing you. No place to hide. I guess I have no choice but to fight. The Death Knight. I hear that he is counted among the greatest heroes of the Empire at the moment. We never determined whether or not he was truly Yuritsa. So, in capturing Mercius, we have encountered another obstacle. Suppose you have a point. If we challenge him again with conviction, we are sure to attain victory. The impenetrable fortress city of Arianrode goes by the name Silver Maiden. Yet she pales in comparison to Fort Mercius, the stubborn old general. Those who approach are driven back, but once we make our way in, it's all ours. That fort has been brought to life on stage for countless operas. Let us commence. We must puncture a hole in the Empire's defenses. That man approaches. Will Death's Scythe claim you? Or will I fall to that sword of yours? Another gain from Mortal Rift. I think I could climb a quick study. There is always more. Technique never be- Yeah. So. Ah, interessant. Petra und Shami haben noch
zum B. So, weil wir gegen den Ritter des Todes kämpfen. Ja, komm, der geht weg. Ach, was mache ich denn? Dann Gott sei Dank noch ein paar Silberschwerter, das ist gut. Tja, anscheinend kann sie ja doch mit Silbalance etc. kämpfen. Bin ich ja gleich mal gespannt. So. Okay. Dann auf geht's, Leute. Kämpfen wir erneut gegen den Ritter des Todes. Muhahaha. Okay, war schlecht. Gronder Field, the armies of the Kingdom, Alliance, and Empire collide. The three forces engage in a fierce battle, each suffering significant losses before deciding to withdraw. Seeing an opportunity, the Resistance Army quickly plots an invasion of Imperial territory. In order to gain a foothold in the Empire, they will attempt to capture Fort Mercius. So, dann schauen wir uns doch mal das Ding hier an. Wird auf jeden Fall super lustig. Mit sehr vielen Gegnern. Die dann auch leider weitreichende Attacken drauf haben. Ist halt nur die Frage, wo der Death Knight nochmal auftaucht, da. Ach, da. Da ist er, Ritter des Todes! Der erneut ein dunkles Siegel dabei hat. Das haben wir ja schon gewonnen. Joa. Ich würde sagen, wir trennen unsere Truppen mal wieder in zwei Hälften. Eine geht geradeaus und die andere geht nach links. Dann werden wir erstmal alles außenrum vernichten und dann geht's ab in die Mitte, um den Ritter des Todes zu erledigen. Also so habe ich es jedenfalls geplant. Schauen wir mal, ob es klappt. Gegnerische Kommandant wird besiegt oder alle deine Einheiten werden zerstört. Report. A group posing as Imperial soldiers has infiltrated. They seem to be affiliated with the church. Close the gates. Leave no survivors. Ja, da kommt Verstärkung, ne? Gut. What's my strategy? Crush them all.
Okay. I will prevail. Let's clean up. Guide me well. Do this for all of us. Put me in there. More fighting. Ready for anything. Ist zu wenig Damage. Erster Ritter down. No use. So, damit haben wir den Bogenbeschuss schon mal aufgehalten. Das wäre schön gewesen, hätte es getroffen. Naja, das hätte es wohl gerne. Ach so. Da automatisch ausgewählt worden. Ja gut. Damit wäre der besiegt. Der auch. Natürlich zerbrecht die. Ah, was eine Scheiße. So, der ist down. Watch and learn. So fast. Level 37. Nice. Naja, wir müssen so schnell wie möglich die Sachen da stoppen.
Das bringt mir nicht viel, das heißt, er geht wieder zurück. Einmal nach da, dann nach da. Dann nehme ich einmal kurz. Zerstöre ich den einmal, damit wir davon auch Ruhe haben. So. Dann ist der erstmal down. Was für Toren, Alter. Brauche ich noch. Nee. Oh, komm schon! Ey, wie kann man bitte schon zweimal so harten Pech haben, ey? Boah, ist das schlecht, ey. Egal. Ah, ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Machen wir so lieber. Bin ich auf der sicheren Seite. Schreibt mir dann schon wieder. Ey, es reicht einfach nur, dass ich Dings haben muss, ne? Und schon ruckelt's ein bisschen. Das ist ja scheiße. Tja, großartig viel macht er ja nicht. Aber es kommt mir halt ständig Verstärkung. Das nervt so ein bisschen. Zum Ritter des Todes gehe ich nicht. Erst wenn vorbei. Erst wenn ich alles um ihn herum eingenommen habe. Dann darf ich. Das ist blöd. Na gut, das besiegt den wenigstens. Boah, Double daneben. Spricht nicht für mich. Naja, leider nicht so. Dafür aber ist der besiegt. So, wie viel Damage macht ihr denn mir? Nicht so viel, das heißt, ich kann das so machen. Das ist gut. Ah, fuck. Do not let him get away. Circle around and cut off his retreat. Das wird schwierig, ihn einzukreisen. Geschweige denn, ihn zu besiegen. Ich in der Reichweite.
Naja, aber das wird ihn umbringen. Das kann ich nicht machen. Kann nur das hier machen. Wenn er abhaut, ist nicht so toll, ist nicht so schön. Naja, wird nämlich auch passieren. Ich kann ihn nicht aufhalten. Und mein Gegner macht auch wirklich absolut jeden perfekten Spielzug, den es ihm erlaubt, schön zu reagieren. Es ist ärgerlich und zugleich brillant. Ja, kann ich nichts machen, da ist alles voll. So, hier ist der Typ auch noch, der 2 fucking Leben. Na, das heißt, selbst wenn ich mich um den kümmere. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Guckt noch nicht mal, ein Crit kommt raus. Alter, komm schon, der trifft auch noch. Junge, was für ein geiles fucking Luck ich habe, ey. Oh, das ist schon legendär. Er trifft auch noch, meine Güte. Ultimativ Pech. Bruder, Double treffen, meine Güte. Er kann auch mal daneben treffen. Krass, dass wir ihn sogar noch treffen, ey. Das ist dürftig. Natürlich, der Typ hat erstmal komplett. Alter. Der Typ hat natürlich erstmal volle Karacho alles, ne? Kennt man. So, auf jeden Fall kommt da erstmal keine Verstärkung her. Ja, wäre schön, hättest du eine Mixtur oder so weiter. Das würde mir tatsächlich helfen.
Meine Güte, die ganze Zeit nur diesen scheiß Angriff auf alles. Okay. Na, das Problem mit 60% ist halt, dass es halt immer trifft. Und er hat 57. Fucking 57. Bruder! Er trifft mit allem, Alter. Junge. Das kann so frustrierend sein. Frustrierend und gleichzeitig so schön unfair. So. Einfach den Typen links liegen lassen. Dann noch den Typen wegklatschen, weil der nervt mich auch. Meine Güte, Leute, 53% trifft. Respekt. In allen Fire Emblems, die ich vorher gespielt habe, 53% ist nichts. Du triffst nichts. Absolut nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist geradezu null. Wenn du damit irgendwie treffen willst oder so. Es ist wirklich so. Na? Aber, naja. Klar, klar. Greif als erstes an, YOLO. Scheißegal, ob ich den Angriff initiiert habe, ne? Also du darfst auch gerne mehr ziehen, mein Freund, wirklich. Du darfst wirklich viel, viel mehr ziehen. Ich kann ihn nicht töten, weil er nicht viel zieht. Ah, ist das schlecht, ey. Und es zieht auch exakt nur 24. Nein, mal immerhin, er trifft. Achso, ich sehe auch gerade. Jungs, ich habe Schnitter angelegt, kein Crit. Bruder, wofür gibt es Schnitter? Ja, damit ich halt trotzdem kein Crit bekomme, ne? So, jetzt liegt es komplett an Petra, aber ich save euch, ich wette mit euch 88%. Glaubt ihr, es wird was? Sehr schön. Okay, wir haben ihn noch erledigt. Schön, wenn wir ihn doch noch besiegt. Huh, das war knapp. We've come this far. We cannot let him escape now. Everyone, after the death knight. Würde ich nicht machen. Seht gleich warum. What just happened here? The fort. It's just gone.
Tja, da war mal eine Festung.